Moin Moin, ihr Reinigungsprofis. Heute bin ich mal vor der Kamera. Es ist sehr früh, wir haben 7.29 Uhr. Jetzt liegt Benni noch im Bett, es ist auch Samstag. Aber auch in der Woche wird er um 7.29 Uhr noch im Bett liegen. Und zwar hat der Jeremia Franke in einer Facebook-Gruppe, die Glasreiniger-Community, wer es noch nicht kennt, ich blende mal den Namen hier irgendwo ein, die Facebook-Gruppe beitreten. Hat aufgerufen, Jungs, wollen wir nicht mal was Gutes tun? Der Kollege ist sowieso sehr sozial engagiert, macht Weihnachten auch immer gute Aktionen für ältere Herren und Damen, die ihre Fenster nicht mehr selber putzen können. Da putzt er umsonst die Fenster. Der hat aufgerufen, hat gesagt, wollen wir nicht mal was Gutes tun? Hat in der Gruppe gefragt, wer hätte Bock? Haben sich doch einigermaßen viele Menschen gemeldet. Hat er gesagt, gut, ich suche mal was raus. Jetzt sind wir heute mit, ich glaube, knapp 40 Leuten. Bei einem Objekt, das wird an einem Tag gereinigt und die komplette Summe, auch da muss ich jetzt überlegen, ich glaube es waren 4.000 Euro oder knapp 4.000 Euro, werden an Kinderhospiz gespendet. Jetzt war natürlich ein großes Objekt von draußen, viel Glasfassade, haben wir natürlich sofort gesagt, ey, wir stellen die Maschinen, wir stellen die Stangen, ist für einen guten Zweck. Ja, und dahin sind wir jetzt auf dem Weg und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze gleich abläuft. Wir haben noch, Moment, ja, gute 45 Minuten und dann zeigen wir euch gleich mal, wie es da aussieht. Bis gleich. So, alles aufgebaut. Komm, wir gehen mal ein bisschen rum und gucken mal. Hier können wir erstmal sehen, hier haben wir einen Bulli am Start. Kannst du ruhig an, was du dann drauf willst. Vincent ist hinter der Kamera, da ist neu hinter der Kamera, also verzeiht ein paar Wackler oder ähnliches. Ich bin neu vor der Kamera. Guck mal, so drehen sich die Dinge. Hier haben wir einen 500 Liter Tank am Start. Kann mal zeigen, kennen die Leute, aber haben wir zu Hause voll gemacht. So, hier den Kollegen S-Max 50. Ist, glaube ich, sogar seine eigene Stange, hat er mitgebracht. Keine von uns, obwohl wir auch welche dabei haben, aber er wollte mal seine probieren. Ganz neu. Was sagst du zu der Stange? Mega. Mega. Ja, los, dann gehen wir mal weiter, gucken mal rum. Muss ich sagen, die Stange ist super. Ja, komm, jetzt müssen wir noch ein kurzes Feedback zur Stange. Und ist aber dein erstes, bist auf Video jetzt. Kannst ruhig rauchen, das wirkt authentisch. Also, erstes Mal mit der Stange am Arbeiten ist deine eigene, keine von uns, ne? Genau, die habe ich bei euch auch abgeholt, gekauft. Man muss echt sagen, die ist super leicht. Auf der Höhe, gar kein Problem. Gar kein Thema, ne? Ja, und wir, was haben wir hier? Das ist ja nichts. Ja, ja. Ja, los, dann gucken wir uns mal an, was die anderen machen. So, und jetzt dieses Bild. Hier ist auch ein bisschen windstiller, wenn wir jetzt hier filmen. Das ist noch ein bisschen besser. Mal sagen, laufen wir mal weiter. So, hier ein Kollege mit einer, jetzt muss man gerade überlegen, mit einer SLX 30, glaube ich, am Start. So, aus dem Steiger jemand mit einer CLX 10 müsste es sein, oder CLX 4. Und die beiden Jungs hier ziehen aus dem Anhängerwasser. Nee, stimmt gar nicht. Der Kollege zieht aus dem Anhängerwasser. Der Kollege zieht vom Ausmobil, was drin steht, Wasser. Und der Kollege ist der Veranstalter. Hier, nicht weglaufen. Komm. Nicht mal weglaufen. Bin ich der Veranstalter? Ja, das hier ist auf jeden Fall der Organisator, von dem wir eben schon im Bulli gesprochen hatten. Der hat das Ganze hier auf Beine gestellt. Werbung, das wird zensiert. Das wird alles zensiert. So, komm, wir gehen mal weiter in eine Runde hier. Hier haben wir einen Anhänger am Start. 850 Liter Anhänger kennt ihr. Osmo One ist am Laufen, weil wir natürlich hier einiges vor uns haben und sonst der Tank in 2, 3, 4 Stunden leer wäre, wenn die Leute hier volle Pulle arbeiten. Der Kollege aus dem Steiger raus, weil wir den Steiger haben, wir bräuchten ihn eigentlich nicht, wir haben noch S-Max 50 dabei und könnten auch vom Boden das machen. Komm, wir gucken einmal, wo die Maschine läuft, damit man sieht, dass das Wasser hier nicht aus dem Magen kommt. So, hier drin haben wir das Osmobil aufgebaut. Wir haben das Osmobil reingestellt, damit der Weg vom Wasserhahn zur Maschine kurz gehalten ist, weil sonst hat man so viel Leitung und wenig Wasserdruck an der Maschine anlegen. Komm, wir bleiben mal kurz hier, weil das sonst zu laut ist. Und deswegen haben wir den Weg kurz gewählt. Hier drin ist jetzt die Maschine. Könnte man natürlich auch draußen stellen, aber wir haben unten noch eine Maschine laufen. Hier läuft das auch aus dem Osmobil One vom Trailer drüber. Das heißt, wir ziehen hier schon ordentlich Wasser aus der Leitung. Hier haben wir die Anlage also stehen. Wird man jetzt eh nicht viel sehen im Dunkeln. Die leuchten mal gerade so rein. Vielleicht sieht man gar nichts. Da steht das Osmobil Pro. Bringt das Wasser raus. Ja, und jetzt gucken wir mal weiter. Ja, also hier, das ist die Leitung fürs One, haben wir eine 3/4 Zoll Leitung wieder. Hier 1/2 Zoll vom Pro zur Teleskopstange hin. Gehen wir jetzt raus zum Kollegen. Hier, den halten wir jetzt mal an. Du hast doch auch irgendwas hierzu beigesteuert, oder?
Gummis. Gummis. Von Black Diamond und... Wollen alle einmal so ein bisschen vorstellen, die was dazu beigetragen und haben. Und unsere Biopaste. Hast du auch beigetragen? Ja, nutzen die auch fleißig da hinten. Hast du schon gesehen? Haben sie auf dem Gardiner Pad drauf gemacht und machen sie ein bisschen über die Scheibe, weil die so leichte Kalkflecken da haben. Das war das, wo ich sagte, von wegen hier die Verblendung. Weil die sagten, oh, das kriegt man nicht mehr weg. Da habe ich gesagt, doch, das kriegt man weg. Ja. Mit Reinwasser, mit dem Pad drauf. Und Biopaste einmal Biopaste drüber. Drauf. Drüber gehen, abspülen, ist wie neu. Das funktioniert. Ich mache es ja selber auch. Sag einmal noch, wo man die Paste findet. www.reinigungsmittel-profi.de. Perfekt. Da findet man das. Also, gucken wir weiter. Hier, jetzt weiß ich auch, wo das wegkommt. Das kommt vom Wocken Industriepartner. Die haben die Steiger gesponsert. 4 Stück an der Zahl. Ja. Alle Maske vorbildlich. Wir jetzt gerade nicht mit sprechendes Glück. Ja, jetzt stehen sie alle rum, gerade arbeitet keiner. Wir haben den passendsten, den wir ausgewählt zum Filmen. Alle fertig. Alle schon fertig? Alle schon fertig. Ah, guck mal, da sind sie einfach nur Shell. Perfekt. Hier geht's auch weiter. Wir haben noch 1, 2 Stockwerke vor uns und 1 ist unten. Also wir sind jetzt in der 1. Und dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Machen wir gleich außen rum. Hier alle fleißig an der Arbeit. Material, was nutzt ihr so? Oma, Mörmann, Oma. Gucken wir mal wieder draußen. Oma. So, was nutzt du für Material hier? Oma. Unger? Unger mit? Oma. Auch Oma Einwäscher. Auch Oma Einwäscher. Ganz länger. Und Oma Tasche. Und Oma Tasche. Und den Stingel willst du nutzen oder willst du nicht? Ja, gleich. Gleich mal ausprobieren. Also ich probiere den gleich auf der Seite raus. Und dann mal so einen kleinen Vergleich ziehen. Cool. Ja, guck mal, hier wird auch mit Stange gearbeitet. Auch Ungerstange, also Unger, wie überall, gut vertreten. Hier haben wir auch noch einen Steiger, auch noch mit Reinwasserversorgung. Das ist auch aus dem Osmo-Petrailer. Hier kommt das Wasser, kommt vom Osmobil. Das füllen wir da rein, das kommt auch aus dem Keller, da haben wir auch ein Osmobil in den Keller gestellt. So, hier gehen wir, hat auch der Kollege auf dem Steiger eine CLX4 hat er am Start. Wie gesagt, aus dem Automobil hat eigentlich viel zu viel Wasser. 400 Liter gerade für eine Stange, aber besser zu viel als zu wenig. Hier haben wir, wie gesagt, den Trailer. Ist noch keiner drauf. Wir suchen gerade noch jemanden, der auf den Steiger will. Gerade hat irgendwie noch keiner Lust, obwohl es da drin so heiß ist. Ich kann gar nicht nachvollziehen, dass die alle da drin sein wollen, aber so ist es halt. Komm, wir gucken noch einmal hinten eine andere Seite. Da haben wir noch gar nicht hingeguckt. Und dann haben wir auch erstmal alles gezeigt. Gleich müssen wir natürlich noch mal gucken, wie es aussieht, wenn hier auch noch ein Steiger am Arbeiten ist. Ich kann es Ihnen ja mal gerade so mal, was er da so macht, der Kollege. Hier ist auch noch eine komplette Seite, also ist noch einiges zu tun. Guck mal, da drin wird sogar gearbeitet. Wenigstens einer arbeitet hier, ne? Wenigstens einer. Hallo. So, jetzt sehen wir nochmal das Ganze hier von innen. Na schön, einmal die Scheibe abschrubben, abspülen. Der Kollege macht das übrigens heute zum allerersten Mal. Aber dafür sieht es doch schon mal ganz gut aus. Wobei, wir warten einfach, bis es trocken ist. Und jetzt gehen wir erstmal ans Essen. Dem das Gebäude gehört, der hat hier für die Leute so ein bisschen Essen, Trinken bereitgestellt, Brötchen. So, hier wollen wir mal einmal Besichtigung machen, ganz aufs Dach und mal gucken, was da am Start abgeht. 3 Stockwerke haben wir. Da läuft einer hoch. Da wieder der Kollege aus dem Steiger. Hier, da nutzt einer den Stingray, den kannst du auch mal filmen. Da unten, genau da. Ja, zeigen wir gleich nochmal. So, und jetzt gucken wir mal, wo die anderen sind. So, da haben wir auch noch einen Kollegen am Start, kannst auch mal filmen. Mit rückwärts laufen wir, aber schwierig, ne? Schwierige Nummer, laufe ich lieber rückwärts. Hier, da jetzt filmen wir einmal den Kollegen im Stingray hier, das ist eine coole View. Wir mal, wie wir so finden hier. Ah, guck mal hier draußen, Dachterrasse. Das Objekt ist cool, oder? Ist schon mega Objekt. Okay. Hier kommen wir raus. Da wird es gleich wieder windig. Da haben wir nämlich jemanden. Den sieht man nur auf Verlosung und viel am Schreiben. Aber ich glaube, noch nie im Video gesehen. Zeigen wir jetzt mal. Jetzt müssen wir hier mal gerade stören. Der Kollege hat diese Gruppe hier ins Leben gerufen. Vor wie vielen Jahren? Am 24.06. sind es genau 3 Jahre. Das weiß ich aus dem Kopf, das ist nicht abgesprochen. Du bist aber nicht Veranstalter heute hier, sondern nur... Das ist Jeremia gewesen. Das ist Jeremia gewesen, ne? Genau, der hat das alles ins Leben gerufen. Geiles Ding.
bundesweit, sogar aus Lübeck sind einige gekommen. Ich glaube, irgendjemand ist 800 Kilometer gefahren. Bayern, ja. Ach, der Kollege. Wollte ich gerade sagen, hat er mir doch immer hier 800 Kilometer. Ein Weg. Ja, los, dann gucken wir nochmal hier oben. Ach, da, guck mal, da ist auch noch einer. Überall Leute am Reinigen. Gucken wir mal gerade. Guck mal. So, jetzt zeige ich euch einmal mein Büro. Das ist hier mein Büro, hier gibt es auch mit direkt Zugang zur Dachterrasse. Dann eine geile Linie hier raus und ich weiß nicht genau, wieso man es im Büro braucht. Also Toilette ist klar, kann man brauchen. Aber eine Dusche. Richtig schön hier. Kann man sich hier während der Arbeitszeit hinlegen, schon ein bisschen. So. Und dann einfach sich schön berieseln lassen. Jetzt fällt mir gerade ein, dass der Riesel da runterkommt und gar nicht hier. Also lasse ich mich hier definitiv nicht berieseln. Aber trotzdem, das ist auch eine coole Sache, in seinem Büro eine Dusche zu haben, oder? So, und jetzt gehen wir aber endgültig mal runter und gucken, was die Jungs da unten hat. Wir haben hier natürlich den Fahrstuhl, wenn wir einen haben. So, ist schon da. Ja, kommen wir mit rein und dann fahren wir mal runter. So, jetzt sind wir unten. Jetzt gehen wir mal gucken. Hier ist gerade, glaube ich, ein Schlauch geplatzt, aber nicht unser. Der war im Objekt hier, so ein alter. Guck mal, zeig dir mal. Ja, da gibt es gerade Inspektion. Hat einmal alles unter Wasser. Komm, wir gucken mal einmal, was unter Wasser ist. Dann sehen wir auch das Osmobil, was nochmal hier im Keller läuft. Ah ja, hier ist auch nass, sieht man schon, an der Wand. Ja, jetzt gucken wir mal. Ah ja, hier haben wir auch alles geflutet. Alles geflutet mit dem Schlauch, der geplatzt ist. Inklusive Wischen. Perfekt, ey. Guck mal. Hallo. Gucken wir mal in den Tank. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Hier leider an dem Tank, das ist ja von unserer Mutterfirma. Hier, Volk und Volk, machen wir ein bisschen Werbung noch. Nee, da steht nirgendwo richtig. Muss mal Tür schließen, egal. Hier ist es noch ein bisschen schwierig zu sehen, wie viel drin ist. Wir haben bei unserem Anhänger ja eine Füllstandsanzeige verbaut. Das ist ganz schön zu sehen. Ich gucke jetzt mal einfach rein, weil es mich selber interessiert. Dafür mache ich einfach den Deckel auf und fülle mal einfach rein. Ach, da ist aber noch reichlich drin, dann zeig mal. Ah, obwohl, halb voll noch, denke ich. Halb voll. Also, müssen wir mal gucken, wie weit wir damit noch kommen, bis wir da vielleicht einmal mit dem Mosmobil ein bisschen Wasser neu reinfüllen müssen. Jetzt gucken wir uns nochmal den Hänger an. Was der so noch an Liter hat, aber der wird ja permanent nachgefüllt. Und dazu kommt, dass der eine Abnehmer gerade noch gar kein Wasser nimmt. Deswegen müsste es eigentlich noch ganz gut sein. Lass es mal gucken. Jetzt ist wie wieder mit Kippe. Hier auch viel authentischer. So. Jetzt gehen wir mal rüber. Ohne Milch oder was? Ja, und was sagst du? Stange, Material. Ja, ich spür's, die ist geil. Ja, findest du gut? Ja, die nehme ich gleich mit. Schöne Beute. Willst du die mitnehmen? Ja. Ich nehme die, sei eingearbeitet. Ja, genau, die hast du ja auch eingearbeitet. Du weißt auch, wie du damit umgegangen bist. Genau, das ist gut, das ist sehr gut. Ja. Aber ja, die Sachen sind klasse. Du hast eigentlich also eine SLX 25, richtig? 25, ja, genau. 25. Hast du jetzt auch neue seit zwei Monaten. Ja, warst du bei uns? Ja, zwei Monate, ne? Ja. Ja, sehr gut. Dann wollen wir mal nicht alle hier von der Arbeit abhalten. Sind wir wieder am Hänger. Beide sind jetzt am Laufen, beide pumpen. Jetzt haben wir hier den Steiger. Komm, wir drehen uns mal. Hier den Steiger und auf der Rückseite auch noch einen Steiger am Gange. Grüße gehen an der Stelle auch nochmal an Ricky Oldag raus. Der hat hier ein bisschen Energy beigesteuert. Ziemlich coole Dose. Ja, läuft, oder? Weiter geht's. Ja! Karussell hier. Nächste Fahrt geht aber rückwärts, ne? Aber hallo! Ja. Oh, ob das was wird, da wollen wir mal drauf gucken gleich. Das gucken wir uns gleich im sauberen Zustand nochmal an. Alter, ich hab nasse Knie. Jetzt haben wir hier Jeremia mal persönlich mit der F-Max 50. Nochmal ein bisschen am Nacharbeiten, sind noch ein paar Nachläufer gekommen, weil hier natürlich diese Rasto oben drin sind und ja, das ist mit Nachläufern echt katastrophal. Deswegen noch ein bisschen nacharbeiten ohne Steiger. Wir haben ja lange noch Stangen mitgebracht. Steiger hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht, weil wir gerade dafür Teleskopstangen haben, dass wir keinen Steiger mehr brauchen. Hier sieht man mal auch, dass es geht. Er hat sogar noch anderthalb Elemente drin, also er würde sogar bis oben hinkommen. Wir haben auch noch Verlängerung dabei, also würde er lange bis oben hinkommen. Ja. Und jetzt wird das mal nochmal nachgearbeitet. Thank you.
Essen ist natürlich auch am Start, damit alle gut versorgt sind. Jetzt gibt es ein bisschen Fleisch und gucken wir mal, was da so auf dem Grill ist. Guck mal, was es hier gibt. Jetzt haben wir hier den großen Check. So, einmal den Check hier. 4.000 €. Das ist die Dame, die das ganze Geld hier empfängt. Ja, hallo. Wollen Sie mal einmal kurz sagen, was Sie machen? Genau. Also ich bin Irmgard Partmann und ich arbeite bei Löwenherz Lingen. Seit einem Jahr sind wir da. Und unsere Aufgabe ist es, Familien zu begleiten, die lebensverkürzt erkrankte Kinder haben. Wir bilden Ehrenamtliche aus und die sind in den Familien, um da ein bisschen Freude in den Alltag zu bringen. Die kümmern sich entweder um das erkrankte Kind oder um Geschwisterkinder, die ja auch oft zu kurz kommen. Wenn man sich vorstellt, dass da ein Kind schwer erkrankt ist und 24 Stunden am Tag betreut werden muss, dann sind es ja oft die Geschwisterkinder, die dann auch zurückstecken müssen. Und die freuen sich natürlich auch, wenn dann mal so ein bisschen Spaß im Alltag da ist. Und da kommt jetzt meinetwegen eine Person und die ist nur für mich da, spielt mal ein paar Stunden mit mir. Was weiß ich, geht auf den Fußballplatz oder in den Zoo oder sonst was. Also ne? das Geld wird genutzt für Freizeitaktivitäten? Nicht unbedingt nur für Freizeitaktivitäten. Also wir haben ja erstmal die Ehrenamtlichen bekommen ja eine intensive Ausbildung bei uns, dass die auch geschult werden für ihren Einsatz. Dann brauchen wir Geld zum Beispiel für Materialien, die in den Familien eingesetzt werden. Vielleicht Spielsachen, Bücher, Musikinstrumente, solche Dinge. Also es wird gebraucht und es kommt auf jeden Fall den Familien zugute, die eben erkrankte Kinder haben. Okay, aber Sie haben, die Kinder sind alle in den Familien noch drin, die sind, oder haben Sie auch eine Einrichtung? Also die sind in den Familien, genau, wir haben beides. Also wir in Lingen arbeiten ausschließlich ambulant, das bedeutet, wir gehen in die Familie, um zu begleiten. Aber die Familien haben auch die Möglichkeit, ins Hospiz zu fahren, nach Sieke bei Bremen. Dort können die 28 Tage im Jahr mit den erkrankten Kindern und Geschwisterkindern kostenlos verbringen. Und auch das kostet Geld. So ein Tagesplatz kostet ungefähr 900 €, wird zur Hälfte von der Krankenkasse finanziert, aber da werden auch natürlich dann Gelder benötigt. Ja, sehr schön. Da kommt das Geld auf jeden Fall am richtigen Fleck an. Wir freuen uns natürlich über die tolle Aktion. Man kann sich vorstellen, jetzt in Zeiten von Corona, dass da, wo der Betrieb auch runtergefahren wurde, dass dann natürlich auch das wird gebraucht auf jeden Fall. Und wir freuen uns wirklich sehr über die Aktion. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, dass das heute alles weiter klappt. Und es sieht ja toll aus hier. Und es gibt reichlich zu putzen und zu tun, wie man sieht. Deswegen, alle sind motiviert. Alle sind motiviert und alle haben Spaß bei der Arbeit. Ich bin auch seit 4-5 Jahren neu in dem Bereich. Ich habe was ganz anderes gelernt. Wir machen jetzt das mit den Maschinen. Wir stellen heute die Maschinen und die Stangen. Und es ist unfassbar, wie viel Spaß die Leute an ihrem Job haben. Also die sind wirklich, das ist so eine Leidenschaft. Das merkt man. Ja, das merkt man. Als ich herkam, alle waren gut gelaunt und teilweise kommen die ja auch von weit. Ja, ich habe eben mit einem gesprochen, der hat 800 Kilometer Anreise. Ja, also das ist alleine, schon... Ne? Ich meine, da waren wir mit unseren... Da muss man sagen, Hut ab. Das macht nicht jeder. Und es ist ja auch Freizeit, die Menschen dann... Das ist alles unbezahlte Freizeit. Ja, unbezahlte Freizeit. Ja. Nee, deswegen, schöne Sache. Ja, ganz toll. Alles klar, vielen Dank. Ja, ich danke. Wenn natürlich alle Vorstellungen dir ein bisschen was zusteuern, da sieht man jetzt den Stingray in der neuesten Variante, nachfüllbar. Einmal von außen, einmal von innen. Einfacher geht es natürlich nicht, Ergebnis schauen wir uns gleich an. Hier ist Stingray, da zwei Stingrays im Einsatz. Unten war, glaube ich, auch einer im Einsatz. Das ist auf jeden Fall auch ein cooles Produkt. Da haben wir ja selber auch schon vorgestellt in einem kleinen Review, was kann's. Nee. Leute alle zufrieden? Ja. Obwohl, hier, da guck mal rein, da wieder die absolute... Verkaufsshow wieder hier. Ja. Aber kannst nichts machen. Verkäufer ist Verkäufer, ne? Der kannst nichts machen, nee. Ja. Alles gut, läuft alles super. Wir haben alle so ein bisschen erwähnt, das ist Wocken Industriepartner, das war richtig, genau, ne? Die haben die auch gestellt, kostenlos, ne? Richtig, den haben wir von Wocken gekriegt. Achso, die sind nicht alle von Wocken? Nee, die sind von Buchtmann, Steiger. Ja, wir holen die immer aus Rehde, ne? Das ist ein Standpunkt von denen. Ja. Und mit denen arbeiten wir auch immer zusammen. Also Wocken holen wir zum Beispiel, wenn Kunden von uns die stellen. Also zweimal Wocken? Ne, einmal Wocken. Einmal Wocken und dreimal Buchtmann haben wir Steiger geholt. Also. Und der hat jetzt 25 Meter
Der hat 18 Meter, dann haben wir einen 16 Meter noch, Doppelgelenk hinten, ja, und einen 28 Meter auch noch vom Buchtmann. Ja, ne? Und alles am Start hier und das auch kostenlos, und Steiger weiß man auch, was der Tag kostet. Dank dafür. Ja, alle besten hier Dank an euch. Sozial engagiert, ja, wir haben und schon an Unger. Besten Dank haben an wir, alle. Wir haben alle schon gezeigt, was hier so da ist. Unger hat, sag mal gerade, was Unger hat. Unger hat Stingray, die habe ich gesehen, Reinigungsmittel hat Unger. Nur Stingrays habe ich jetzt von Unger geholt. Ach, Reinigungsmittel wäre das. Reinigungsmittel haben wir von unserem guten Ingo von Superol. Und okay. Da haben wir 20 Liter. Und 20 Liter Reiniger, ja, super. Die von der Hagemann-Gruppe, Andy Kressmann, Vanessa Kressmann, haben noch Gummis, Biopaste. Das hat Andy schon genau, erzählt. Haben wir. Ja, aber es läuft ja alles super. Ne? Ja. Alle haben ihr Werkzeug mitgebracht, alle passen ein bisschen auf. Ne? Deswegen, also wir warten mal ab, so was denkst du, so 2-3 Stündchen dann? Wir haben jetzt noch diese Seite ja hier. Ja. Die sind jetzt hier hinten bei. Ich fahre noch. Wir hatten heute Morgen ein kleines Wasserproblem. Die Hydranten waren nicht so, wie sie sein sollten. Und deswegen. Ja. Aber wir haben jetzt irgendwie alles zusammengekriegt und haben. Wie viele Maschinen am Laufen? Wir haben 2 Osmo Pro am Laufen. Wir haben einen Tankbulli am Laufen. Wir haben einen Anhänger mit 2 Bedienern am Laufen. Also. Genau. Genug eigentlich. Wasser ist an sich genug da. Erste Seite haben wir fertig. Also, was heißt erste? Vorne komplett fertig. Die andere Seite auch fertig. Innen auch fertig. Jetzt sind wir hier fleißig am Gange. Haben wir mit dem Hänger. Weil wir ein bisschen Wassernot haben hier, weil wir hier keinen Außenwasseranschluss haben, haben wir mit dem Hänger einen Schlauch auf dem. Komm, wir zeigen das einfach. Komm. Einen Schlauch mit dem Y-Stück geteilt. Haben die Pumpe nicht auf 50, sondern auf 100% laufen lassen. Und so haben wir eben die Möglichkeit, 2 Stangen mit einem Schlauch zu versorgen. Das heißt, theoretisch, wenn wir einen Wasseranschluss hätten, hätten wir mit dem Osmobil Trailer 5 Stangen versorgen können. 2 je Trommel und eine mit dem One. Ah, da ist es. Müssen wir mal gucken. So. So haben wir das jetzt gemacht. Das ist also der Schlauch, der vom Anhänger kommt. Jetzt geht er zu einer Stange, zur anderen Stange. Das könnten wir auch nochmal mit dem anderen Schlauch machen. Dann ist der Anhänger natürlich relativ schnell leer. Dann denke mal auf voller Leistung. Ja, so 3 Stunden und dann war es aber gewesen. Ja, gehen wir nochmal vorne gucken. Jetzt fängt es an zu regnen. Laufen wir mal. So, ein bisschen weiter weg. Hier haben wir es schon fertig. Ich drehe mich mal. Hier haben wir es schon fertig, komplett. Das Blech wurde nicht sollte nicht mitgemacht werden. Das war nur Glas hier. Und die komplette Fläche haben wir auch schon fertig. Alles. Jetzt kommt der Wind natürlich auch wieder. Alles sauber. Innen ist auch schon fertig. Jetzt ist nur noch die Seite, die ihr gesehen habt, dran. Und vorne, ich glaube oben ein bisschen. Und dann gucken wir gleich mal, wenn wir fertig sind. Wir haben es geschafft. Es ist alles fertig. Jetzt ist es natürlich hier in Strömen am Regen, wir haben gerade eingeladen. Schade ist, dass man jetzt das schöne Ergebnis nicht sehen kann, weil halt alles wieder nass ist. Tut ja dem Ganzen keinen Abbruch. Regenwasser ist am Ende ja Reinwasser, wenn es jetzt nicht irgendwelche Verschmutzungen in der Luft aufnimmt. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, aber man hört es, es ist total am Regnen. Deswegen sind wir jetzt drinnen und nicht vorm Gebäude am Abmoderieren. Hat mega gut geklappt, trotz so vieler Leute, hätte ich niemals gedacht. Ich dachte echt so, das wird so ein bisschen chaosmäßig so. Weil natürlich ganz viele verschiedene Leute, viele kannten sich nicht und ja, so ein Riesenobjekt, aber hat mega reibungslos geklappt. Na klar, standen mal hier und welche rum, aber nur wenn man hier umsonst arbeitet, kann man auch mal ein bisschen quatschen und Kaffee trinken. Ja, aber alles in allem hat es total reibungslos super funktioniert und ja, ich denke, das Kinderhospiz ist zufrieden, ist für einen sehr, sehr guten Zweck. 4.000 Euro, ich habe eben mit der Dame auch geredet, nochmal, ist für die sehr, sehr viel. Ich denke, da kommt es bei den Richtigen an, zumindest war die auch den ganzen Tag über hier, hat das den ganzen Tag über mit begleitet. Ja, und kann man mal machen, war jetzt ein Samstag, für uns ein bisschen Material gestellt. Die Leute konnten alle mal mit verschiedenen Stangen, mit verschiedenen Bürsten arbeiten, wir konnten den Trailer ein bisschen zeigen. Ich denke eigentlich für alle ist das eine Win-Win-Situation, oder alle, wir alle haben uns mal ein bisschen getroffen, man schreibt immer so bei Facebook und viele kannten sich in echt gar nicht, außer von der Messe. Da waren auch immer ein paar bei uns am Stand. Aber ja, alles in allem gelungener Tag. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Wir haben noch ein kleines Video mit der Biopaste gedreht. Also die hat man ja im Video kurz gesehen. Aber da haben wir ein extra Video zu gemacht, wofür die ist, was die kann. Und das kommt demnächst. Also in dem Sinne, macht's gut.